Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Heute sind wir in einem schwierigen Terrain unterwegs, und zwar ist es ein neues Baugebiet. Sieht noch nicht so aus, aber es wird auch bald abgeschoben. Das heißt, alles, was hier noch zu sehen ist, die ganze Umgebung, wird bald verschwunden sein, in wenigen Monaten. Und dann werden hier die Bagger und die Raupen fahren. Das heißt, die letzte Chance, nochmal drüber zu gehen. Und der Bürgermeister und die Stadtverwaltung sind an mich herangetreten, ob ich hier nochmal drüber sondieren könnte. Das tue ich gerne. Die Funde gehen natürlich wieder ans Landesamt für Denkmalpflege und auch hier an die Kreisarchäologie. Ich hoffe, wir finden was, können noch was retten. Und auch wenn wir nichts finden, ist es auch ein Ergebnis. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, gute Unterhaltung und los geht's. So, und der erste Fund ist eine Patronenhülse. Hier handelt es sich um einen Zelthaken. Wachsen die Schwammerl, aber direkt daneben liegt wieder eine. Und die nächste. Tiefes Signal. Und was kommt raus? Ein Stück von der Dose. Die nächste. Wieder eine. Und wieder eine. So ist es hier. Eigentlich eine schöne Ecke. Bisschen laut von der Straße vielleicht. Aber übersät mit Patronenhülsen. Sieht interessant aus. Ist aber Alufolie. Ja, zwischen Farn und Moos steckt hier schon wieder eine. Nur so, dass ihr mal einen Eindruck kriegt, wie hier die Suchlandschaft aussieht. Ist alles überwuchert mit Brombeerranken und frei schwenken natürlich unmöglich. Also das ist also kein Spaß. Aber ich habe wieder einen Fund, wenn auch nur wieder eine Patronenhülse. Nee, auch abgefeuert. Nur eine Hülse. Weiter. Nächster Fund ist ein Ring, aber nicht älter, denn in der Mitte ist ein Gewinde. Also auch moderner Beifund. Fahren auch irgendwelche Baufahrzeuge durch oder Walderntemaschinen. So, jedenfalls hier mit einem halben Meter hoch aufgewühlten Erdhügel, weil so ist die Bodenbearbeitung nämlich hier auch im Wald. Wieder eine und weiter. Immer wieder den alten Bekannten. Und die nächste. Und wieder eine, ja klar. Und steigt, aber. Reißt nicht ab. Oh. Na klar. Tata. Oh, wieder eine. Und schon wieder eine. Nochmal eine. Und die nächste. Und die steckt fest. Nächste. Oh, wieder eine. Plump eine. Oh Mensch. Hier. Die nächste. Ja, es tut mir auch leid, ne? Aber das Ganze zu entmystifizieren. Aber das ist die Hauptarbeit, nämlich die Beifunde. Weiter geht's. Eine Hülse. Leuchtposition. Zum Glück schon abgefeuert. Bei Monika Stimmblick. Aber nur noch Bruchstück. Vermutlich mal, hier war früher Acker.
wurde zerpflügt und der Wald kam später. Getroffen. Und weiter. 20 Blades. Könnte eventuell von einem Magazin sein. Aber so, mehr drin. Endlich mal ein guter Fund. Und zwar dieser hier. Reiter, Zinnfigur, Kopf fehlt. Aber ein Spitzenfund. Man darf halt nur nicht aufgeben. Nochmal alles, was ich jetzt nicht finde, es wird definitiv abgeschoben und ist für alle Zeiten verloren, wenn hier das Baugebiet entsteht. Das Areal ist sehr groß. Zwischen dem Wald ziehen sich mal wieder Schneisen hin. Und jetzt bin ich auf dieser ersten Schneise hier und da. Haben wir wieder eine Hülse. Der Abdruck und hier ist die Hülse. Na ja. Ein Bleifund. Es ist nichts erkennbar drauf. Außen dünn, zulaufend, innen dick. Es könnte sich um ein Siegel, eine Plombe handeln. Kann aber auch sein, dass es nur ein Verschluss war. Bleiflaschenverschluss, ich weiß nicht. Aber zur Sicherheit nehmen wir die mal auf. Und weiter geht's. Ja, natürlich der obligatorische Eisenring. Der darf nicht fehlen. Da geht's wieder Übungsmunition. Diesmal mit Kunststoff. Das geht genauso weiter. Ein Blick auf die Beifunde. Auch reichlich. So, das war schon wieder. Und so sieht halt auch die Realität aus. Man hat sehr viele Beifunde und es ist wirklich sehr anstrengend. Gehen Stunden über Stunden hin. Und aus diesem Gesichtspunkt würde ich sagen, jeder Fund, den man macht und jeder Fund, der gemeldet wird, hat auch noch einen höheren Wert als nur diesen wissenschaftlichen Wert. Und man muss auch berücksichtigen, welcher Aufwand dahinter steckt, um diesen eventuell ein oder zwei Funde zu machen. Ich wünsche euch natürlich alles Gute, gut Fund und bis zum nächsten Mal.